Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer Folge WoW Classic. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch folgen und wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, folgt einfach den Hinweisen unter dem Video oder in der Beschreibung bei Twitch. Und jetzt lasst uns anfangen. Ich habe Gegenschlag bereit, also wir schaffen den, glaube ich. Na dann hoffen wir's. So, willkommen zurück. Eine weitere Folge WoW Classic. Und wir probieren uns jetzt. Im letzten haben wir ja kurz vorher aufgehört. Wir mussten uns hier noch ein bisschen abstimmen und jetzt geht's weiter. Nur gucken wir mal, ob wir den ganzen Spaß hinkriegen. Irgendwo muss der Typ rumgurken. So, und ich habe noch einen 600 Punkte Heiltrank. Also muss dann sagen, wann ich mir den einwerfen soll. Ja. Das da ist es. Ja. Bitte nichts machen. Bis du was sagst, ich weiß. Das ist er jetzt nicht. Muss nur den anderen wegmachen, weil zwei schaffen wir nicht. Jetzt bin ich noch mal krank. Krankheit muss unbedingt runter, Ja, weil sonst wird das warte, nicht. warte. Dann noch einmal Leben voll, dann muss einmal Blutrausch weg sein und dann können wir. Das Brauchst du Blutrausch. nicht heilen. Blutrausch, die Abklingzeit. Eine Ach so, Minute damit du Abklingzeit, dass deins ich dann hast. mehr Ja, Blut habe. schon gut, schon gut. Ist dein Mana voll? Ja. Dann noch 20 Sekunden. Weil? Wegen Blutrausch, Abklingzeit. Kannst du Und noch dann was sterbe ich essen? drauf. Kann ich noch was? Noch was essen? Buff essen. Ja, kann ich. Weil wenn, kann man doch alles Was ist mein mitnehmen. Buff? Was ist mein Buff? Ich habe genug, also ich habe 18 Stück. Wenn es jetzt nichts wird, dann brauchen wir es danach auch nicht probieren. Könnte vielleicht besser laufen oder so, wahrscheinlich nicht. Und danach ist auch Essen-Buff weg. Den kann ich mir neu drauf machen, das ist jetzt nicht das Problem. Danach ist Beweglichkeit um 5 erhöht und Rüstung um 120 erhöht weg. Ah, wir kriegen das schon hin. So. Ist hier irgendwo noch einer? Ich hoffe nicht, sonst haben wir ein Problem. Ich weiß nicht ob, aber ich würde den sonst ins Haus reinziehen. Wäre das okay? Also muss ich hinterher. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass du was pullst oder dass er was pullt, wenn er Naja, wegrennt. also muss ich hinterher. Okay. Dann. Los. Nein, ich konnte nicht anstürmen. Nee, kannst du jetzt nicht, ist ja nicht schlimm. Oh, warte, 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 noch nicht. Wir heilen noch nicht. Bannen. Jetzt. Ja, das geht easy. Kannst mit Zauberstab drauf. Du machst auch noch ein bisschen Schaden, wenn du triffst. Hat Wut um 5 verringert. Das passt. Krieg ich. Ja. Gut, geschafft. Na, siehst du, hat geklappt. Haben wir den Ring auch noch? Gibt auch noch mal eine Menge XP. Ich glaube, das gibt So, 5000 hast du noch XP. irgendwas? Du hast noch irgendwas auf dir drauf kleben? Krankheit? Nee. Ja, Wieder den natürlich. Fluch. Fluch kannst du nicht heilen. Aber nicht schlimm. Das ist ja doof. Es sind 10 Minuten weg und ist genau dasselbe wie bei den Nee, 10 Geistern. Minuten, ja. Wieder Sonne. Ja, das ist der Ist Dauerfluch, schon der einen immer Geisterfluch. begleitet bei dieser Questserie. Okay. Hier gibt es eine Menge XP. Also ich könnte jetzt sogar Level up werden. Das Licht sei mit euch. In der So. Familie. Weiter. Was ist denn das? Waffenhand. Das ist komplett scheiße. Gold. Ausdauerwillenskraft. Okay, die Noch nehme nicht ich. Schaden. Zwei Ausdauer. Die Willenskraft brauche ich nicht. Die Axt macht gut Schaden. Ich muss mal gucken, ob die gut ist. Schlägt schnell zu. 6 Willenskraft, das andere 8 Anlegen plus 12 Angriffskraft. Jetzt 3 pro Sekunde mehr. So, dann haben wir den auch weg. Sollen wir in der Waffenhunde fahren? Dann würde ich sagen, dann fliegen wir nach Westphal und laufen noch mal rüber. Ja,
Level up. Oder? Ich gehe über Sturm mit. Aber ja, können wir gerne machen. Du hast den Quest nicht. Doch, aber ich gehe über Sturm mit wegen Level up. Ja, nochmal die Frage. Du hast den Quest nicht oder du hast ihn doch? Ich hab den Quest. Okay. Ich gehe über Sturm mit wegen dem Level up. Für neue Fähigkeiten. Gut, und so also mache ich wieder alleine. Du hast doch vorhin auch alleine Fähigkeiten. Wunderbar. Das geht auch nicht. Okay. Zu meckern, also dann so. Mach du deins. Und ich gucke, dass ich dahin laufe, den Quest abgebe. Und dann laufe ich noch nach zum Eingang vom Friedhof. Weil da ist ja noch der zweite Quest abzugeben. Und dann ist gut. Dann sieht das schon ganz gut aus. Ach guck, ich habe den komischen Dings ja auch drauf. Fällt mir gerade auf. Den Fluch. Der läuft ja bei mir auch 8 Minuten. Fluch? Wir sehen uns dann gleich bei der Quest wieder. Bei Oga... was auch immer wie das heißt. Oga-Diebe. Okay? Ja. Und hast du auf der Suche nach Schattengestalt? Auf der Suche nach der Schattengestalt? Quest unten in Rabenflucht? Ich habe gerade gesagt, ich gehe dann zum Eingang vom Friedhof. Eingang vom Friedhof. Das, worüber wir uns unterhalten hatten. Dass unten am Friedhof noch der Quest ist. Den hatte ich vorhin auch vorgelesen. Ach so, der. Mhm. Und oben rechts ist noch Oberdiebe. Und kannst du in der Mitte das verwitterte Grab, kannst du das annehmen? Ich habe keine Ahnung, wo der Quest ist. Direkt im Norden von Rabenflucht. Über den Friedhof hinaus und dann so ein kleines Stück links. Wieso Rabenflucht? Ich bin in Westphal, habe ich doch gesagt. Ich gehe jetzt über Westphal. Nein, ich meine dann den Quest annehmen. Der über Rabenflucht in dem, über dem Friedhof ist. Aha, werde ich sehen, ob ich da einen finde. Deshalb hieß es ja, wir gehen zusammen. So ist ja eigentlich immer unsere Absprache, auch wenn wir die Videos machen, dass wir da zusammen unterwegs sind. Oh. So. Mhm. Okay, dann wollen wir mal. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Dämmerwald, genau. Hier quer rüber. Tim, pim, pim. Zu schön gewesen. Wie geht die Quest für die Berserkerhaltung? Papa? Ja, ja. Und Kriegerlehrer. Inselbewohner. Mhm. Dieser komische Stinkebuff, der geht nicht mal beim Schwimmen an. Ja. So, wir kommen Fähigkeiten. Oh, schade. So, Cheetos.
Ach, bekomme ich von unten rein. Okay, dann gebe ich gleich den ab. Auch schön. Also, verwunden, nur zerschmettern. Zerschmettern ist neu. Und zerschmettern kommt in die Berserkerhaltung. Hallo? Ah, hallo. Eine Suche Frage nach Schattengestalt, bitte, hier ist das Buch. Und fertig, kehrt mit Chitters vollständigen Tagebuch zu Sven zurück. Okay, von mir aus. Soll ich die Berserkerhaltungsquest alleine machen oder wollen wir die zusammen machen? In irgendeiner Folge, nächste Folge oder so, keine Ahnung. So, Sven Jorgen und Karanus Oberdiebe, okay. Keine Ahnung. Naja, eigentlich machen wir ja gemeinsam. Momentan ja nicht. Oder? Ich habe jetzt nur kurz Fähigkeiten erlernt. Ja. Wir machen eigentlich gemeinsam. Mhm. Ich bin dann auch gleich wieder hinter dir. Schade, schade. So, dann auf zu Sven. Das war ja bloß jetzt der Quest. Das ist eigentlich der Quest, der am Anfang, vom Friedhofsanfang, den man ja sieht, wenn man von Westphal reinkommt, zu dem Sven dort oben schickt, wodurch dann eben diese vielen Quests starten. Und damit der ganze Questablauf hier in Dunkelhain, im Dämmerwald, quasi gestartet wird. Ja. Seid gegrüßt. Einer der Aber wenn man eben vom Rotkammgebirge rüber wandert, dann hat man diesen Effekt nicht. Ziehe den oh, jetzt kriege ich hier einen Quester, die Skeletträuber und so einen Spaß noch zerlegen soll. Naja, warum nicht? Skeletträuber und Skelett. Schinder? Nee, wie heißen die? Welche musst du denn machen? Vielleicht habe ich die Quest ja auch. Mich nochmal aufrufen. Bewährungsprobe. Räuber, Heiler und Wärter. Bewährungsprobe heißt der Quest. Hast du die gerade bekommen, oder? Ja, ja. Okay. Dann krieg ich die auch gleich, weil ich habe gerade keine Quest mehr für den Dämmerwald. Ah, okay. Jetzt mit 30 können wir dann noch langsam runter ins... Jetzt wirst du, wie es heißt. Springmontal. Huch. Ist eigentlich hingeguckt hier. Ja, fast schief dann gegangen. Könnten wir 17 Sekunden noch und dann ist erledigt. Bei mir ist jetzt erledigt. Könnten wir dann vielleicht die Berserkerhaltung in der nächsten Folge oder so machen? Na, ja, müssen wir dann halt gucken. Okay. Ich weiß auch, wo wir dafür hin müssen und was wir machen müssen. Müssen wir uns dann anschauen. Es wird aber eine lange Lauffolge werden. Wenn wir es machen. Tja, müssen wir schauen, wie es unterzubringen ist. Man weiß ja selber, wie es ist. Durch die Gegend rennen ist ja nicht unbedingt das, was man in einem Video sich gerne anguckt. So, oha, oha. Ah, okay, glückliche Nächte können kommen. Na, das ist doch was. Und den Brief sollen wir dann zu Ebernlocke bringen. Und damit müssen wir dann wieder in die Stadt zurück. So, okay, dann gib mir Bescheid, wann du da bist, damit wir dann hier ein bisschen weitermachen können. Ich finde sowas schön, wenn das mit drin ist, weil dann kann man erstens, wenn man es auch machen möchte, nachmachen. Und wenn man es dann doch nicht machen möchte, kann man einfach vorspringen. Deswegen finde ich sowas eigentlich mit den Bänden cool, wenn das mit drin ist. Aber du musst ja nicht rein. Ich habe ganz viele Freunde, wenn mir gerade alle hinterher.
Ah, ich weiß, welche du jetzt killen musst. Dann kommt doch Bad Mordadim und wie heißt der denn? Dann müssen wir auch bald ins Sumpfland, wegen den, Ja, jetzt erstmal musst du bald da sein, weil momentan ist es nur rumstehen und warten. Wegen diesen Lichteisenbahn. Ja, genau. Ich komme. Last man standing. Ta-ta-ta-ta. Pitz und Pitz. Ich krieg auch XP. Badam, badam. Ich werde schon wieder verfolgt. Zählt denn der nicht? Na, zählt doch. Ah, dann gibt's auch da, ich glaube, Badam. Sehr schön. Und die Skelette sind ja im unteren Teil vom Friedhof. Skelette musst du jetzt euch auf der Suche nach Schattengestalt töten, oder? Die habe ich jetzt noch nicht angenommen. Naja, keine Ahnung, was du nicht annimmst oder annimmst. Es gab die Quests, die wir gemeinsam machen wollten. Das war oben rum einmal. Einmal links Sven und einmal rechts da, wo ich gerade stand. Und dann sollte es losgehen. Ist hier unten noch eine Quest? Unten hier ein Rabenschlucht? Na, hier oben gab es doch zwei Quests. Eine gab es hier links auf der Karte. Das ist das Problem, wenn man eben nicht zusammen unterwegs ist, sondern irgendwo rumeiert. Wir sind doch zusammen unterwegs. Ich habe nur kurz Fähigkeiten gelernt und du machst daraus jetzt so ein Drama. Jetzt gleich die Skelette, oder? Hallo? Thank you.
Mann, ich bin gelähmt. Ein Skelett wäre. Was? Untoter Paladin. Das gibt's auch. Scheinbar. Aber ist nicht Horden, also Untoter und so? Gibt's da nicht keine Paladine? Das hat ja nichts mit Horde zu tun. Das Ding ja heißt ja Verfluchter Friedhof oder sowas. Mhm. Ja. Zwei Skelettrolle, noch neun Skelettrolle, warte. Die anderen beiden braucht man nämlich nicht. Das ist von Hause aus eigentlich klar, dass die das nicht können. Es gibt auch manche Skelette, die können bluten. Heiler, Wärter, Heiler, brauchen wir nicht. Super schnell. Anstellen. Oh, wer ist das denn? Ein Liter. Brauchen wir doch gar nicht. Machen wir aber trotzdem. Wieso? Wofür? Weil das meistens ein grünes Item, immer ein grünes Item und manchmal ein blaues Item gibt. Aha, ich habe keins gesehen. Meistens immer. Oder redest du von dem Elite? Von dem Reiter, ja. Naja, wäre schön, wenn da auch mal eine Info kommt. Und nicht einfach irgendein Losgestürme. Ja? Denn wenn man zusammen was macht, dann bespricht man das auch. Der auch von Glyphs Widerhaken in der Hand? Richtig, dann bespricht man das auch. Und macht nicht irgendwas und legt fest.
ich doch nicht. Habe ich schon. Genau dieselben. Möchtest du die haben? Brauchst du die? Ich habe bereits passend gewürfelt. Du hast mit dir, gut, ich auch. Und Mann, warum gewinne ich immer, wenn ich den tausche? Oder es nicht brauche? Bist du? Waffenhand, einhändiges Schwert. Du hast es bekommen. Hier ist nur ein großer Raum. Auf 5 Euro. Also noch 2 Räuber. Mal bitte nicht heilen. Sekunde zu spät. Die Räuber. Noch 2 Räuber. So, den hier noch, den er hinter mir steht, Band im Zauberstab. Sofort. Werte, Räuber, Werte. Ich sag dir Bescheid, wenn ich Heilung brauche. Bisher brauche ich nicht. Achso, du bist wieder da. Ja, ich musste nur ganz kurz was schreiben. Also wir brauchen nur noch Räuber. Was anderes nicht. Wenn da keine Räuber stehen, können wir raus. Nö. Nee. Also ich brauche nur Räuber und ich vermute, bei dir wird es nicht anders sein. Ja. Ist ja eine Kühlquest. Da kriegt man dann nur mal als Gruppe. Darum geht's gar nicht. Es ging darum, was ich noch brauche. Und was du wahrscheinlich auch in dieser Konstellation noch brauchst. Ja, da stehen die letzten beiden. Warte bitte, nicht heilen. Oder keinen Bot oder so. Hot.
So. Achso, einer fehlt noch. Nee, ist der da unten? Wärter. Oh Mann, ist ein Wärter. Aber doch kein Räuber. Wer ist ein Räuber? Nee, auch nur Wärter. Auch ein Wärter. Warte, ich guck mal vorbei. Da sind Räuber. Was ist das sonst? Nochmal runter und dann links rum sind Räuber. Treppe nochmal runter und links rum sind Räuber. Oder wir gehen einfach wieder hoch, weil theoretisch sind da oben ja auch welche. Wir gehen wieder hoch. Kochen wir noch ein. Und das Video ist auch schon noch über länger, also es wäre dann gut, wenn wir langsam in Bewegung kommen. Ja, klar. Das gleiche dahinter. So, der ist erledigt und dann kommen wir raus. Einfach laufen. Dann da oben abgeben. Läufst du weiter? Ja, hey. Lass ihn in Ruhe. Frag mich. So, dann gehen wir den Quest noch ab und in einem weiteren Video werden wir dann gucken, wie es damit weitergeht. Braucht ihr Hilfe? So, wir bekommen 18 Silber, geben die ganze Geschichte ab und kriegen sogar nochmal Bonus für Stormwind, war, oder? Nein, nur ja, Erfahrung, keine zu Rufpunkte. Komme. Was spielt denn hier rum? Meinst du Bonus fürs Stormwind? So, die Mission ist gefahrvoll und gibt Bischof Farsing in Stormwind steht das vollständiges Tag. Seid vorsichtig. Okay. Gut, auf der Suche nach Weisheit, das heißt also, wir müssen nur zum Bischof. Das ist also ein Flugquest. Und der Brief für den Bürgermeister. Das heißt also, ich werde jetzt nach dem Videoende den Ruhestein benutzen. Dann geht's nach Dunkelhain. Von dort werde ich dann zum Bischof fliegen, die beiden Quests abgeben und im nächsten Video gucken wir uns dann an, wie es weitergeht. So ist jetzt mein Gedanke und ich sag, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen da, drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.